Wie ihr sehen könnt, es ist mittags, die hellste Stunde des Tages, kurz vor 12. Ja, und es sieht aus wie abends um 5. Trüb, neblig, dunkel, Autos fahren mit Licht und Temperaturen so um den Gefrierpunkt. Programm stehen 2 Stunden GR1 und ich stand wieder vor der quälenden Frage: Langeweilen oder frieren? Also übersetzt, gehe ich auf die Rolle und schwitze im Keller vor mich hin oder gehe ich hier nach draußen in die schöne Natur, wo es aber irgendwie verdammt kalt ist. Und wie ihr seht, habe ich mich für frieren entschieden, beziehungsweise ich hoffe, dass ich nicht frieren muss, dass ich gezwungen bin, schnell genug zu fahren, dass ich nicht ins Frieren komme. Mal gucken, ob das alles so klappt. Ja, und ich wollte heute mal einen extra Blick auf den Wahoo Roam werfen. Zumindest hatte ich zuletzt ab und zu mal so ein paar Abweichungen vom Weg. Und an einem Tag war es besonders krass, da ist das GPS irgendwie gar nicht aus dem Knick gekommen. Zum Glück wusste ich da, wo ich langfahren musste. Aber bisher war ich ja vom Wahoo Roam so überzeugt, weil das Teil einfach so zuverlässig funktionierte. Und jetzt frage ich mich gerade, ja, gibt es sowas wie eine Altersschwäche beim GPS? Ich werde den Wahoo auf jeden Fall ein bisschen im Blick behalten, jetzt so auf den ersten Blick. Macht da eigentlich wieder eine ganz gute Figur. Keine Ahnung, woran es lag, aber mal schauen, was da heute bei rauskommt. Ich bin jetzt hier am Wannsee. Ihr seht, der Nebel lichtet sich gerade so ein ganz bisschen und ich probiere jetzt mal einfach einmal um die Havel, um den Wannsee rumzufahren. Ich hoffe, dass ich das in meiner Zeit schaffe, 2 Stunden. Ich weiß nicht genau, wie lang das jetzt ist, aber immer die gleiche Strecke ist auch langweilig. Also, auf geht's. Ich kenne ja doch einige Abschnitte des Berliner Mauerradwegs, aber der hier ist ja doch wirklich einer der schönsten. Zwischendurch sind es jetzt schon mal Minusgrade, so -1, -2. Aber wenn man durchgehend fährt, geht es eigentlich, bleibt man warm. Man sollte vielleicht nicht wie ich ab und zu wegen des Films anhalten. Da wird es wieder kalt. E-Bikes jagen. Ja, auf den Brücken ist es echt schon ein bisschen gefährlich. Da ist immer so eine kleine Eisschicht, super rutschig. So, habe ich jetzt auch ein bisschen verschätzt, die 2 Stunden sind schon rum. Zum Glück habe ich hier noch ein bisschen Gummizeug mit und kann mich da gleich noch mal ein bisschen verpflegen. Aber jetzt hoffe ich mal, dass ich nur 3 Stunden zu Hause bin. Dann war es ein bisschen länger, aber ich bin trotzdem froh, dass ich rausgegangen bin. War 1000 Mal besser als im Keller und ja, es blieb einigermaßen warm. Die Fingerkuppen und die Zehen sind so ein bisschen angefroren, aber sonst alles gut. Danke fürs Zugucken, wie immer, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.